Hallo, hi zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen interaktiven Online-Session Kreativität zum Hören. Wir haben sehr viel zum Hören und zum Mitmachen für euch mitgebracht, denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben in den letzten Monaten wirklich einiges an Webinaren mitgemacht und wir wollten die heutige Stunde ganz bewusst anders gestalten. Macht es euch bequem, kommt rein. Die letzten Teilnehmer kommen noch rein. Genau, sehr schön. Habt eure Handys parat, denn wir wollen die nächste Stunde mit euch gemeinsam mitgestalten. Es wird einiges zum Mitmachen geben und natürlich auch zum Hören. Ich wurde gebeten, euch eine kleine virtuelle Tour durch die BlueJeans-Webinar-Tour zu geben. Wenn ihr Bild und Ton habt, dann habt ihr die schwierigste Hürde überwunden. Ein paar Sachen, die wir noch brauchen werden. Auf der rechten Seite, auf eurem Bildschirm, gibt es ein paar Knöpfe, die für uns wichtig sind. Ganz unten ist es die Q&A-Rubrik. Alle Fragen, die euch während der nächsten Stunde einfallen, könnt ihr gerne da rein posten und wir werden versuchen, die alle am Ende der heutigen Session zu beantworten oder euch persönlich zu schreiben. Über dieser Rubrik seht ihr so einen Knopf mit so einem Chart, mit den Balken. Das ist der Poll-Knopf für die Umfragen. Wir werden mehrere Male eure Meinung wissen wollen. Und genau, diese Rubrik kommt zum Einsatz. Und dann gibt es noch oben so ein Chat, ein Event-Chat. Ich habe schon gesehen, dass einige das entdeckt haben. Für diejenigen, die noch nichts gepostet haben in den Chat, wir probieren das gleich mal aus. Und genau, mich würde interessieren, seit wann ihr Spotify schon nutzt. Hallo aus München, Berlin, Würzburg. Hi zusammen. Genau, postet einfach mal da rein, seit wie vielen Jahren hört ihr Spotify? Seit wie vielen Jahren habt ihr die App? Ich bin gespannt auf die Antworten. Okay, niemand traut sich. Hallo aus München. Hi. Seit 4 Jahren. Seit 2005. Seit 10 Jahren. Okay, 2, 7. Ewig. Okay, interessant. Es gibt wirklich einige Early Adopter unter euch. Genau, die meisten nutzen jedoch Spotify noch nicht so lange, wie ich bei Spotify arbeite. Ich heiße Katja und ich arbeite bei Spotify seit 10 Jahren, also eine ganze Ära. Und in meiner aktuellen Strategic Accounts Rolle betreue ich Brands und Kreativagenturen. Heute habe ich die Ehre, zusammen mit meinem Kollegen Tobias Griebenow, der Creative Solutions in Deutschland beantwortet, euch durch die interaktive Session zu führen. Und ich werde gleich die Agenda für heute erklären. Unsere Playlist. Genau, die wird gleich eingeblendet und die besteht aus 3 Punkten. Wir werden damit anfangen, dass wir uns kurz mit der Entwicklung des Mediums Audio auseinandersetzen werden und mit den Spotify-Daten und den Daten, die Streaming liefert. Im zweiten Punkt wird es praktisch. Wir wollen Streaming Intelligence in der Praxis erleben und wissen, welche Musik ihr so hört und was es über euch aussagt. Im dritten Punkt hat Tobias für euch einige sehenswerte, aber vor allem hörenswerte Kampagnen mitgebracht und hoffentlich wird er euch zu neuen kreativen Ideen für Audio-Werbung inspirieren. Und natürlich gibt es am Ende die Q&A-Session. Da freuen wir uns auf den Austausch. Los geht's mit Streaming Intelligence. Genau, bevor wir heute kreativ werden, müssen wir ganz, ganz kurz technisch werden, aber wirklich nur ganz kurz. Denn um das kreative Potenzial vom Medium Audio zu verstehen, muss man sich ein bisschen mit der Entwicklungsgeschichte auseinandersetzen. Was war Audio früher?
Früher war Audio vor allem ein fragmentiertes, lineares Radio und wurde als Massenkanal für One-to-Many-Kommunikation eingesetzt. Deswegen ist es leider immer noch so, dass wenn wir oft mit den Kreativagenturen oder mit den Werbungtreibenden sprechen und sie versuchen dazu zu animieren, Audio-Ads mit uns gemeinsam zu machen, denken sie an die klassische Promo-Werbung, wie zum Beispiel, ich versuche mich mal als Werbesprecherin, hallo, diese Woche in deiner Supermarktfiliale gibt es Bananen für 1 Euro. Reicht zu. So, das meinen wir natürlich nicht unbedingt mit der kreativen Audio-Werbung, denn die Zeiten haben sich geändert. Und heutzutage ist Audio ein digitaler Kanal, was eine One-to-One-Kommunikation auf personalisiert, mit personalisiertem Content auf Connected Devices erlaubt. Wenn wir ein bisschen über diese Entwicklung nachdenken, so ganz, ganz kurz, dann stellen wir schnell fest, dass sie uns an eine andere Entwicklung erinnert. Und zwar an die Entwicklung des Mediums Video. Als die meisten von uns noch klein waren, war es normal, ein Fernsehgerät zu Hause im Wohnzimmer zu haben. Und inzwischen ist es für uns das Selbstverständlichste der Welt, personalisierten Videocontent auf Connected Devices zu konsumieren. Unser Fernsehgerät gehört jetzt auch nicht unbedingt zum Wohnzimmermobiliar. Das heißt, diesen Trend sind wir ja bewusst oder unbewusst in den letzten Jahren mitgegangen und mit dem Audio passiert im Prinzip das Gleiche. Interessant wäre es zu wissen, wie die richtigen Zahlen aussehen natürlich. Also wie viel Prozent haben den Trend mitgemacht? Und wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, dass bei den unter 30-Jährigen der Online-Audio-Konsum längst zu dem in den Alltag gehört. In der Gesamtbevölkerung sind es immerhin fast 70%. Da sind die Zahlen. Uns würde natürlich eure Meinung interessieren und gleich können wir diese Umfragerubrik ausprobieren. Wir werden jetzt eine Frage einblenden und wir möchten, dass ihr uns eure Einschätzung gibt, was die Potenziale von Online-Audio für Brands für euch bedeuten. Was denkt ihr, was ist das Wertvollste am Online-Audio für Marken? Ist es die Möglichkeit, die Menschen in den bildschirmfreien Momenten zu erreichen? Ist es die datengetriebene Personalisierung? Die Möglichkeit, das Medium Audio komplett neu zu denken und kreative Awards zu gewinnen. Das Trendthema Podcast, die Reichweiten, die wir gerade gesehen haben. Oder vielleicht seht ihr gar kein Potenzial. Dann hoffen wir das natürlich im Laufe der heutigen Session zu ändern. Ihr müsst einfach mal für euch für eine Variante entscheiden und darauf klicken. So, genau. So, die ersten Teilnehmer stimmen ab. Interessant. Genau, macht gerne mit. Denn wenn wir eure Meinung hören, können wir auch den Content der heutigen Session besser auf eure Bedürfnisse anpassen. Okay, ich gebe euch noch ein paar Augenblicke Zeit. So. Okay, wir haben fast 400 Teilnehmer und es haben aber nur irgendwie 60 Leute mitgemacht. Come on. Da war's. Okay, ich sehe nicht so viele Stimmen bei den kreativen Kampagnen für Awards. Das werden wir ändern. Bildschirmfreie Momente, datengetriebene Personalisierung und Podcast machen das Rennen. Okay, spannend. Ja, vielen Dank. Diejenigen, die jetzt nicht mitgemacht haben, haben noch mal eine zweite Chance, denn wir haben noch eine Frage für euch. Die wird gleich eingeblendet. Genau, wir möchten wissen, wie viel Erfahrung ihr schon mit den Online-Audio-Kampagnen habt. Würdet ihr euch als Profis bezeichnen, als Anfänger irgendwo dazwischen? Basiswissen?
Genau, entscheidet euch. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, ob es eine Profi-Runde ist oder ob wir hier viele Anfänger haben. Dementsprechend können wir dann auch die Session anpassen. Ja, und wenn es eine Profi-Runde ist, dann müssen wir vielleicht noch mal ein paar zusätzliche Experten für die Q&A-Runde einladen. Stimmt ein? Also einfach etwas auswählen, auf etwas klicken. Okay, sehr schön. Viele haben abgestimmt. Viel mehr als bei der letzten Frage. Vielen, vielen Dank. Wir sehen, dass ja, viele Anfänger sind. Es ist aber ein gewisser Kenntnisstand hier in dieser virtuellen Runde vorhanden, was super ist, denn so könnt ihr viel mehr aus dem nächsten Paar der Präsentationen rausholen. Wir schalten nämlich gleich meine Kollegin Julie Clark aus New York per Video dazu. Und sie wird uns ihre globale Perspektive auf die Streaming Intelligence geben und außerdem berät sie ein paar Sachen über unsere Roadmap für die nächsten Monate. Viel Spaß mit Julie Clark. Hi, my name is Julie, and I head up Global Advertising Revenue Innovation at Spotify. Over the last 3 years, I have had the privilege to work across our programmatic business, work to build our podcast monetization expertise, and now across our Advertising Revenue Innovation Group. You've heard it before. People expect to see ads that are relevant to their interests, but at the same time, they're faced with ads everywhere that they turn. Audio offers them something different, something more intimate, more engaging, and more contextual. Audio is an escape. People from all over agree that audio is a nice break from too much screen time. Over the past few months, screen time has been at a maximum. Audio is a plug into culture. Music is the center of people's lives. It's a mirror that reflects culture in real time. From U2 singing about the reunification of Germany to the Childish Gambino, This Is America, and everything before and in between. It plugs into our culture because people use Spotify to connect and soundtrack moments because we're everywhere music can be. And audio is personal. Music and podcasts, they're the soundtrack of our lives, from morning to evening, from work to workout, from our car to the couch. With this huge range of devices, audio is now an even bigger part of our lives. And on Spotify, we make it even more personal. Think about the thrill of seeing your year-end wrap summary or finding your next new obsession on Discover Weekly and Release Radar, and more recently, your daily podcasts. Discovery makes that personal connection even deeper. And on Spotify, we've found that the discovery is our specialty, fueling engagements, insights, deeper personalization, and trust. There are more moments now for brands to connect with their audience, whether it's through audio when their hands are busy or video and display when they're leaned in. And people can't live without streaming audio. Take millennials, for example. Streaming music is the number one activity they cannot live without for a week. They rated streaming music higher than browsing the internet, streaming a series, or watching TV. Spotify has millions of audiences of one because each listener's user experience is uniquely their own. We call that our streaming intelligence. Streaming intelligence offers your brand something different. Streaming intelligence is our rich data set of unique insights powered by the millions of listeners who spend hours with us each day, browsing our library over 3 billion playlists, 50 million songs, and 1 million podcast titles. And I believe it has the power to unlock a whole new world of creativity. The insights we get from streaming intelligence pave the way for a better ad experience for your audience. The ad experience is powered by three key factors. The first is our unique set of rich insights, which unlock new, unexpected creative ideas. Second is our innovative creative canvas that is streaming audio. It gives brands the tools to engage listener senses, reach them in the right moment,
and keep their interest. There's so much that you can do with digital audio. You can create a world with sound, immersing your listeners in 3D audio, a sound design trick that sounds like surround sound. You can tap into ASMR trend with soothing sound effects. Think about a soft drink fizzing and that sound in your ear. The third is better delivery, meaning your ad strikes the right note at the right time. Spotify's ubiquity and deep fan engagement allows us to create a unique, personalized version of Spotify for every listener. It also helps us to deliver your ad at the right moment to the right people. And because music and podcasts are so beloved, advertising on Spotify has a halo effect for brands. And that better delivery is coupled with a suite of measurement capabilities, so you can understand the impact of your audio ads and test and learn in real time. Creative testing with programmatic, brand metrics like awareness or intent, podcast insights with streaming ad insertion, a new podcast ad technology that powers Spotify podcast ads. In short, streaming intelligence, which fuels the Spotify ad experience, can do so much for your brand. So much more is on the way for audio-powered creativity on Spotify. We're working nonstop to make audio the go-to creative canvas for brands, including podcast ads in the US, UK, and Germany, with even more markets on the way. Vodcasts coming extremely soon, and an expanded set of creative offerings from Spotify coming later this year. Streaming audio is full of promise for brands. Stay tuned, listen up, and I can't wait to talk to you more about what's on the horizon with Spotify. Hallo, ja, ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Julie und sie konnte euch die Tiefe und die Vielfältigkeit unserer Streaming Intelligence Daten verdeutlichen. Nach der Theorie, das war jetzt eine lange Theorie, kommt jetzt die Praxis. Und wir möchten gerne wissen, was euer Musikgeschmack über euch aussagt. Das heißt, jetzt wird es gleich interaktiv. Auf dem nächsten Slide wird ein QR-Code eingeblendet, den ihr mit eurer Handykamera einfach einscannen könnt. Genau, also einfach in die Kamerafunktion gehen und auf den Code richten, einfach scannen und die Spotify Resonate Webseite aufmachen. Gebt uns gerne ein Zeichen im Chat, ob das geklappt hat. Meine liebe Kollegin Sonja ist da und hilft euch. Dann werdet ihr auf solche Seite kommen, wo man den Namen, die E-Mail-Adresse eintragen kann. Und im nächsten Schritt connectet ihr die Resonate-Webseite mit eurem Spotify-Account. So, ich gebe euch ein paar Augenblicke Zeit, um das zu tun. Ja, es wird sehr, sehr spannend, versprochen. Die kollektiven Streaming Intelligence Insights von dieser virtuellen Runde. Okay, wir sehen, dass jetzt 40 Nutzer schon mitgemacht haben. Genau, probiert das gerne aus. Das ist eigentlich recht easy. Genau. Sonja, vielleicht können wir in den Chat den Link zu Resonate posten. Ich weiß nicht, zu dieser Seite, weil manchmal fällt das Licht auf das Bildschirm so ein bisschen komisch. Das war bei mir das Problem. Und dann lässt es sich nicht so gut scannen. Funktioniert, klappt. Okay, jetzt haben ungefähr die Hälfte der Teilnehmer haben das mitgemacht. Ja, je mehr Daten wir haben, desto spannender wird es. Und so besser funktioniert der Algorithmus. Genau. Macht alle mit. Wird wirklich sehr lustig, versprochen. So, den Link posten. Okay. Kann man nicht posten. Gut.
Okay, funktioniert. Okay, bei den meisten scheint es geklappt zu haben. Wir schauen jetzt, ob wir die 200-Grenze knacken und dann werden wir in die Insights reinschauen. Weiß nicht, manchmal kann man einfach die Beleuchtung auf dem Bildschirm vielleicht höher stellen, dass es heller wird, also den Helligkeitsgrad. Okay. 188. Genau, oder irgendwie den QR-Code größer machen. Die Internet-Connection ist natürlich auch die Voraussetzung für alles, was wir hier machen. Gut. Okay, wir sind fast 200 Nutzer. Ich denke mal, wir können zu den Ergebnissen vielleicht skippen. Okay, sehr schön. Ja, wow, vielen, vielen Dank. Wir sehen die Top 5 Künstler, die in dieser Runde gestreamt werden. Auf Platz 1 ist The Weeknd. Mit The Weeknd hatten wir übrigens eine unglaublich tolle AI-Special-Webseite, wo man mit dem Weeknd-Avatar quasi kommunizieren konnte. Das können wir gerne auch später teilen. Also eine tolle Kooperation. Wir sehen, dass Apache und Drake und Dua Lipa und Taylor Swift auch dabei sind. Sehr schön. Spannend wäre es natürlich zu wissen, welche Tracks hier on repeat gehört werden. Wir gehen zur nächsten Seite und okay, das ist ziemlich ähnlich zu dem Slide vorher. The Weeknd macht das Rennen. Und erkennt ihr hier eure Lieblingssongs? Favorites. Okay, falls ihr nicht so ganz mainstreamig unterwegs seid und falls hier auch nichts dabei ist von dem, was ihr hört, bleibt dran. Wir werden auch eine etwas nischigere Musikauswertung machen. Ja, Blinding Lights, The Weeknd ist ganz toll. Und tolle Daimler-Werbung, das stimmt. Die lief auch bei uns. Die Musikgenre-Auswertung, gut, die ergibt sich aus dem, was wir bis jetzt gesehen haben, Pop macht das meiste aus, 22%, gefolgt von Rap, Indie und Rock und EDM-Fans haben wir hier auch. Okay, interessant. Eine schöne Runde, urbane, fröhliche Musik. Um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, haben wir uns ein paar fiktive Awards überlegt, um individuelle Auswertung zu sehen und zu schauen, wer in welcher Kategorie das Rennen gemacht hat. Wir fangen mit dem ersten Award an. Und der erste Award ist der Power User Award. Was heißt Power User? Power User ist jemand, der bei uns in der Musikredaktion bei Spotify direkt arbeiten konnte. Das ist jemand, der ganz, ganz viele selbst kuratierten Playlisten hat und die ganze Zeit selber eigene Playlisten anlegt und erstellt. So, ich weiß nicht, ob einige von euch sich angesprochen fühlen. Wir werden das gleich auflösen. Drumroll. Und sehen, wer das ist. Und das ist die Isabella. Das ist tatsächlich eine Kollegin von uns, die im Marketing arbeitet. Hi, Isabella. Und es war ein bisschen unfair. Ich weiß nicht, die Spotify-Mitarbeiter sollten ausgenommen sein von diesem Rennen. Aber gut, wir schauen weiter. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Portimao. Portimao ist derjenige, der die meisten Songs mit explicit lyrics content streamt, also Rap, Reggaeton. Und oft sind es ganz, ganz überraschende Personen, von denen man das auf keinen Fall vermuten würde. Wir schauen, wer die Kategorie jetzt gewonnen hat. Matthew Ribeiro. 94% explicit content. Okay, Mathieu, herzlichen Glückwunsch für das Potty Mouth Award.
Und wow, das ist wirklich eine sehr hohe Prozentzahl. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Bei dem nächsten Award wollen wir was anderes auswerten. Und zwar ist es die gute Laune Musik. Unser Sonnenschein hier in der virtuellen Runde. Mal schauen, wer hier gewonnen hat. Wer streamt die positive Musik mit Happiness Factor? Wir hatten übrigens auch ein paar Werbekampagnen gehabt, die auf glückliche Musik getargetet waren. Und die haben ganz gut funktioniert. So, genug Spannung. Wir lösen das jetzt auf. Ray of Sunshine Award gehört der Michaela. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Der Michaela. Das ist 73% an Happiness Score. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Ja. Unser Sunshine-Mensch. Und zum nächsten Award. Da wollen wir schauen, wer unter euch hier der Musik-Influencer ist. Social Butterfly ist jemand, der ganz viele Follower auf Spotify hat. Das heißt, es ist jemand, der irgendwie so einen interessanten Musikgeschmack hat und aktiv in den Social Media ist, dass viele Leute einem folgen. Wir lösen das auf. Drumroll. Mal schauen, wer das ist. Cape Nick. Boah, das sind wirklich ganz, ganz viele Follower. Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Und genau, weiter so. Ja, die Leute haben nicht ihre echten Namen angegeben. Ist nicht schlimm. Es geht ja ums Prinzip und das ist trotzdem sehr lustig. Wir haben noch zwei Awards übrig. Wir haben Tiny Dancer, jemand, der ganz, ganz viele Songs mit einem überdurchschnittlich hohen Danceability Score hört. Und wir schauen gleich, wer hier das Rennen gemacht hat. Okay, wir lösen das auf. Und das ist der Leon Wehner mit 78% Danceability. Spannend. Herzlichen Glückwunsch. Das ist schön, dass weiter getanzt wurde. Und der Hipster Award. Hipster Award gehört derjenigen oder demjenigen, der Songs streamt, die am Anfang nicht in unseren Top 5 Auswertungen waren. Das ist eine Underground-Musik, die in keinen Charts vorkommt. Oder noch nicht, und die sehr, sehr nischig ist. Sehr cool. Wir lösen das auf. Das letzte Award, Hipster Award, nimmt nach Hause mit Annette. Annette, herzlichen Glückwunsch. Okay. Sehr schön. Wir sind am Ende unserer virtuellen Award-Zeremonie gelandet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr habt einiges über euch selber gelernt, über eure Kollegen, Kunden, Agenturpartner. Wir haben auf jeden Fall sehr viel von euch gelernt und ihr seht, dass Musik ein Spiegel ist und dass es sehr, sehr viel über unsere aktuellen Vorlieben, Lebensweisen und Musikgeschmack berät. Wenn Brands mit Spotify zusammenarbeiten, nutzen Sie am meisten, natürlich am häufigsten, die soziodemografischen Daten wie Alter und Geschlecht. Richtig spannend und kreativ wird es jedoch, wenn Marken mit Momenten, Devices, Musikgenres oder Verhaltensweisen kreativ umgehen. Wie genau das geht, wird euch Tobi zeigen in seinem Part. Genau. Und in meinem Part wollte ich euch noch ein paar Insights zeigen. Keine Sorge, ihr müsst jetzt noch nichts mitmachen gerade. Das sind die Insights, die wir seit dem Lockdown bei uns auf der Plattform beobachten. Wir wurden gefragt, welche Veränderungen wir sehen. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass sehr, sehr viel gebacken wurde. Denn wir haben 120% Anstieg in den Back-Playlisten global verzeichnet im Vergleich zu der üblichen Anzahl. Ich weiß nicht, ob ihr auch so viel gekocht und gebacken habt in den, ja, Frühlingsmonaten und am Anfang des Sommers. Wir schon, auf jeden Fall. Und wir sehen auch ähnliche Trends bei uns auf der Plattform zum Thema Gartenarbeit, Hausarbeit, Haare schneiden. Natürlich, was aber
noch mehr zum Vorschein kommt, ist, dass die Leute immer noch, wie wahrscheinlich viele von uns gerade, aus dem Homeoffice arbeiten. Und dafür braucht man logischerweise die passende Musikmotivation. Und es wurde das Zehnfache, also im Vergleich zu den Bug-Playlisten, wurde das Zehnfache an den Work-from-Home-Playlisten erstellt. Interessant wäre natürlich, und jetzt wird es wieder interaktiv, wir möchten wissen, welcher Song am häufigsten in die Work-from-Home-Playlisten aufgenommen wurde. Was war der populärste Song? Dafür wollten wir euch bitten, schon wieder etwas zu scannen. Hoffentlich klappt es dieses Mal bei allen, bei denen es vielleicht jetzt vorher nicht geklappt hat. In diesem Fall scannt ihr das mit der Spotify-App. Das heißt, ihr öffnet eure Spotify-App auf dem Handy, dann tippt ihr auf die Suche im Suchfeld und dann auf das Kamerazeichen. So, und dann könnt ihr den Code einscannen. Das sind die Spotify Content Codes, die wir oft in den Artist- und Label-Marketing-Kampagnen einsetzen. Und dieser Content Code kann entweder zu einem Song oder zu einem Album oder auch zu einer Podcast-Folge auf Spotify verlinken. Und das ist wirklich eine coole Art und Weise, wie man die Offline-Welt mit dem Online-Spotify-Content verknüpfen kann. Ich gebe euch noch ein paar Augenblicke Zeit, das auszuprobieren. Also mit der Spotify-App scannen. Okay, und ich weiß nicht, ob jemand schon den Song rausgefunden hat, der populärste Work-from-Home-Song. Der Tobi, hallo Krebsi. Sehr schön, auf Platz 1. Okay, wir können zum nächsten Slide rübergehen. Dann sehen wir die Auswertung. Genau. Ja, wir sehen, dass es wir sehen, dass bei den Homeoffice-Playlisten das Work from Home von Fifth Harmony wirklich am häufigsten verwendet wurde, gefolgt von 9 to 5 von Dolly Parton. Ja, 9 to 5, also obwohl wir weiterhin versuchen, an die gewöhnliche Arbeitsroutine uns festzuhalten, mussten wir in letzter Zeit wirklich einiges radikal neu denken und unter anderem auch die Werbung. Deswegen möchte ich gerne jetzt gleich meinen Kollegen Tobias Griebenow auf die virtuelle Bühne einladen, denn nachdem wir viel über die Potenziale von Online-Audio und die Daten gelernt haben, wird Tobi euch zeigen, wie man die Online-Audio-Werbung radikal neu denken kann. Und genau, Tobi, the stage is yours. Viel Spaß! Tada. Ja, vielen Dank, Katja. Und auch von meiner Seite hallo an alle. Einige Teilnehmer habe ich schon erkannt und die kennen mich schon, da ich auch schon fast 8 Jahre bei Spotify bin. Und für alle anderen, ich bin der Tobi, ich bin Teil des Creative Solution Teams. Wir sind das Kreativteam von Spotify for Brands und wir helfen Marken und Agenturen, das volle Potenzial unserer Plattform zu nutzen. Und in den nächsten Minuten, ihr wart ja schon ziemlich aktiv, und in den nächsten Minuten werde ich bei euch einige Learnings aus meinem Job zum Hören vorstellen. Und wir hören uns da einige kreativste Kampagnen an, die ich in letzter Zeit auch gehört habe. Und wir schauen uns auch an, welchen Impact sie hatten. Aber da das ja ein Audio-Webinar ist, werdet ihr jetzt auch was auf die Ohren bekommen. Ich habe einen Audiospot zur Inspiration mitgebracht. Viel Spaß. Hallo zusammen. Hier ein Werbespot. Nee, sorry. Ein Werbespot über Werbespots, um mal zu demonstrieren, wie Werbespots auf Spotify funktionieren. Und ich, der Texter dieses Textes, präsentiere euch jetzt meinen Text. Wir starten an einem weißen Sandstrand in Thailand und genießen die Sonne. Also ich natürlich nicht. Ich stehe ja hier in einer Sprecherkabine mit genau 0% natürlichem Tageslicht. Aber ihr solltet eurer Fantasie freien Lauf lassen.
Denn Audio kann euch mit einem Fingerschnips an die verschiedensten Orte auf der ganzen Welt, im ganzen Universum bringen. Das solltet ihr nutzen. Zurück zur Erde. Kombiniert mit dem richtigen Targeting geben euch Audio-Ads 30 Sekunden Zeit, individuell auf den Hörer und seine Stimmung einzugehen. Zum Beispiel mit Musik. Nee. Das auch nicht. Oh ja, das ist es. Also, wir sind in Gedanken am Strand, hören unsere gechillte Urlaubsplaylist und unser Lieblingsschauspieler spricht uns an. Du willst wirklich, dass ich sage, hey, ich bin dein Lieblingsschauspieler und ich habe eine tolle Sonnencreme für dich? Jupp, ganz genau. Holt den User ab, aber reißt ihn nicht raus. Oder macht mal was ganz Neues. Mit 3D-Audio und binauralem Effekt. Also dann, tobt euch aus. Mit Werbung auf Spotify. Seid kreativ, denkt Audio first und vor allem, don't kill the vibe. Ja, sehr cool. Vielen Dank an Markus Hase, unseren Sprecher in der Kabine. Und der Spot hat uns ja schon einige Möglichkeiten aufgezeigt und die wollen wir auch gleich mal vertiefen. Aber auch in meiner Session möchte ich gerne euch zu Wort kommen lassen und möchte gerne noch zwei kleine Umfragen starten, bevor wir wirklich in die Beispiele und die Learnings reingehen. Und deswegen legen wir direkt mal los mit der ersten Umfrage. Dabei wollen wir für euch wissen, wie kreativ Audio für euch ist. Also habt ihr schon Erfahrungen mit kreativen Audioformaten gemacht und deren Wirkung? Seid ihr selbst kreativ geworden und habt es selbst erlebt? Oder ist das für euch eher gar nicht so kreativ? Und deswegen klickt mal bitte gerne nochmal wieder auf dieses Umfrage-Icon und wählt total kreativ oder nicht so kreativ. So. Ich sehe bei mir jetzt noch keine Ergebnisse. Ah, da sind sie. Wunderbar. Wow, okay, cool. Super. Ja, das ist ja die beste Voraussetzung. 88%, total kreativ, hervorragend. Genau das werden wir jetzt auch dann in den nächsten Minuten oder im Rest der Session bestätigen können. Und aber bevor wir da anfangen, ein letztes Mal bitte noch, denn wir wollen nicht nur wissen, wie kreativ ihr Audio seht, sondern welche kreativen Audio-Tools ihr auch schon ausprobiert habt. Also, ob ihr schon Erfahrungen mit 3D-Audio habt, Programmatic-Audio, Targeting-Möglichkeiten, bis hin zu Podcast-Ads oder ob ihr eher sagt so, ne, da bin ich noch gar nicht wirklich mit in Berührung bekommen. Stimmt gerne ab und dann sind wir gespannt auf eure Antworten. So, ah, wunderbar. Oh, wow, über 55% noch gar nicht. Wunderbar, das werden wir jetzt definitiv ändern, denn wenn ich euch unsere Learnings zeige, glaube ich, da werdet ihr auf jeden Fall die Inspiration finden, um dort reinzugehen. Und genau, wenn ihr Fragen habt, weiterhin könnt ihr es im Chat oder in der Q&A-Session am Ende gerne stellen. Dann legen wir mal los. Und bevor ich da einsteige, Alle Dinge haben was gemeinsam, die wir zeigen, und zwar Audio begleitet uns überall, in verschiedensten Momenten, und genau mit Audio könnt ihr überall kreativ sein. Denkt mal an Momente, an denen eure Brand, eure Geschichte stattfinden soll. Denkt an Plattformen, auf denen euer Produkt genutzt wird. Oder vor allem denkt auch an die Stimmung, denn das Mindset der Hörer, in denen eure Botschaft gehört wird, ist super, super wichtig. Und das kann genauso individuell sein wie eure Marke. Und genau deswegen kommen wir zum ersten Learning. Rede Klartext durch Kontext. Und Audio ist voll im Kontext. Also wenn man unsere Plattform ansieht, wir wissen Alter, Geschlecht, Ort, Stimmung, Moment, Plattform. Wir kennen unsere Hörer und ihre Gewohnheiten. Und mit all diesen Insights könnt ihr theoretisch endlos kreativ werden und das auf Augenhöhe. Und ein wunderschönes Beispiel habe ich euch mal von Netflix mitgebracht.
Netflix hat auf Spotify den Film Tyler Rake Extraction beworben. Und dafür haben sie viele Targeting-Möglichkeiten genutzt, wie zum Beispiel Playlist oder Zeit-Targeting. Und für jedes Targeting haben wir speziell angepasste und relevante Audio-Teaser produziert. Und wir hören uns jetzt mal ein Beispiel an, wie das Ad für die Hörerinnen und Hörer. Für dich ist es früh am Morgen. Für mich schon kurz nach 12. Ein Söldner, eine Mission, eine fremde Stadt und ein Ziel. Überleben. Tyler Rake, Extraction. Nur auf Netflix. Sehr cool. Vielen Dank. Ja, also wie ihr gemerkt habt, sind wir auf die Zeit eingegangen. Das können wir natürlich auch mit Playlist oder auch Genre machen. Und so haben wir es eben geschafft, dass wir die Menschen in ihrem Hörmoment abholen und eine hohe Aufmerksamkeit erzielen. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, Entertainment, da funktioniert das. Bei anderen aber nicht. Und das ist falsch. Denn genau hier ist eure Kreativität gefragt. Denn welcher Kontext passt zu eurer Marke oder welchen Moment könnt ihr für unsere Nutzerinnen und Nutzer noch verstärken? Und als Beweis habe ich euch ein weiteres Beispiel mitgebracht, das weitestgehend entfernt davon ist, von einem Actionfilm. Und am besten lassen wir den Spot direkt mal laufen. We interrupt this programming to give you a little space to fill your lungs and clear your mind. For more ways to connect to your breath this holiday, visit lululemon.com. Ja, Yoga und Meditation mit Lululemon. Also Lululemon stellt als Fashion Brand immer ganz bewusst das Wohlbefinden ihrer Zielgruppe in den Fokus. Und dabei funktioniert die Marke natürlich in einem ganz anderen Kontext als zuvor der Actionfilm. Und egal, ob wir jetzt hektische Weihnachtszeit oder andere hektische Momente sehen, dank unseres Targetings können sie immer in ihrem Kontext bleiben und dadurch auch wunderbar genau ihre Kampagnenbotschaft platzieren. Ihr seht also, jede Marke hat ihren eigenen Kontext und mit Audio könnt ihr ihn gestalten und auch erlebbar machen. Mein zweites Learning, was ich heute für euch dabei habe, ist, sei hörbar und sichtbar. Und ihr sagt jetzt natürlich, oh, das ist doch hier geht es um Audio, absolut richtig. Aber wenn es um unsere Plattform geht und die Möglichkeiten, gerade speziell mit Blick auf die Werbewirkung, dann möchte ich euch natürlich die anderen Formate nicht vorenthalten. Und wenn wir da mal reinschauen, also wir haben neben Audio, haben wir Display, wir haben Videoformate, die direkt einsatzbereit sind, eher standardisiert, bis hin zu individuellen Formaten, sei es jetzt Podcast-Ads und Digital Experiences, also interaktive Microsites. Und wieso ich euch das zeige, ist die Markenbekanntheit und die Werberinnerung. Denn all diese Formate wirken unterschiedlich und verstärken sich gegenseitig. Das heißt, sie wirken sich ganz unterschiedlich auf die Markenbekanntheit und Werberinnerung aus. Das sind Ergebnisse unserer globalen Brand Lift Studies. Und einzeln betrachtet zeigen alle Formate schon sehr, sehr gute Resultate. Aber richtig spannend wird es, wenn wir uns die Multiformatkampagnen anschauen. Durch die Kombination von Audio, Display und Video erhöhen wir die Wirkung der gesamten Kampagne und die Marke erreicht unsere Hörer in weiteren Momenten und über weitere Touchpoints. Und an der Stelle wollte ich euch auch nochmal aufs Spotify Ad Studio hinweisen. Spotify Ad Studio ist unsere neue Self-Service-Werbeplattform für Audio und Video. Also falls ihr nach der Session heute schon direkt Lust habt loszulegen, dort könnt ihr kostenfrei Audio-Ads produzieren lassen oder eure eigenen Spots hochladen. Ihr könnt für schon sehr geringes Anfangsbudget eure Kampagne schalten. Ihr habt ein eigenes Kampagnenmanagement, Targeting-Optionen etc. etc. Und das Ganze ist aktuell noch in der Invite-Only-Phase, aber da wir natürlich hier unter uns sind und wir euch gerne die Möglichkeit geben wollen, kommt gerne im Nachgang der Session auf uns zu.
falls ihr Lust habt, das Ganze auszuprobieren, und wir schauen, dass ihr mitmachen könnt. Kommen wir zum nächsten Punkt meiner Learnings, und da geht es um die Überraschung. Na, wir sind ständig alle auf der Suche nach der nächsten wirkungsvollen und überraschenden Idee. Und ich kenne es auf jeden Fall aus meinem Alltag, dass es manchmal ziemlich tricky sein kann und auch teuer werden kann in der Produktion. Vor allem, wenn man so an die gängigen Formate denkt, wie Video etc. Und dabei haben irgendwie viele Audio noch nicht so richtig auf dem Schirm, die Möglichkeiten, die man hat. Und das, obwohl Audio eigentlich wirklich die besten Voraussetzungen bietet. Man hat 100% Share of Voice. Man ist voll im Kontext durch unsere Daten und unsere Datenpunkte. Kein Ad-Platter. Und man hat das Ganze kann man umsetzen mit einem recht überschaubaren Produktionsinvest. Und dank Audio könnt ihr eure Botschaft gezielt in den Fokus setzen und die Hörer überraschen. Und hier kommen wir wieder zu einem Beispiel. Ich habe euch ein sehr schönes Beispiel mitgebracht von der BBC. Wurde so in UK umgesetzt und ich rede jetzt mal gar nicht mehr weiter. Hört es euch mal an. Asia. Seven Worlds, One Planet continues Sunday on BBC One and BBC iPlayer. Click now to experience more. Ja, super cool. Ne? Also man ist sofort drin in dem Sport. Kopfkino springt an, eigene Erlebnisse kommen einem sofort in Gedanken und man wird direkt Teil des Ads. Und genauso wie beim nächsten Beispiel, und das ist wirklich so eins wirklich meiner Lieblingsumsetzungen, kommt von Schweppes. Und sie haben nicht nur diese Aufmerksamkeit und über den Überraschung von Menschen von Audio genutzt, sondern dank ASMR-Sounds auch einen spürbaren Spot kreiert. Deswegen würde ich jetzt ein bisschen Volume ein bisschen hochdrehen und hört es euch an. Immerse yourself in Schweppes Essence. Und habt ihr es gespürt? Also bei mir, ich kriege jedes Mal, spüre ich es auf der Haut, wenn ich den Spot höre. Und für mich ist es einfach ein wunderbar und wirklich großartiges Beispiel, wie man Menschen überraschen, ihre Aufmerksamkeit fesseln kann, aber ohne ihren Hörmoment zu stören. Denn Schweppes hat das Ganze eingesetzt in unseren Chill-Momenten, hat sie also wirklich nicht irgendwie rausgebracht aus ihrem Moment. Kommen wir zum letzten Learning, und da geht es um Geschichten. Na, ihr seid alle kreative Köpfe, ihr liebt eine sehr, sehr gute Story hinter der Kampagne. Viele der Cases, die wir gesehen haben, sind hervorragend erzählte Markengeschichten. Aber ein Format ist besonders spannend für gutes Storytelling aus unserer Sicht, und das sind Podcasts. Kaum ein anderes Medium wie Podcast zieht gerade so viel Aufmerksamkeit auf sich, sei es in der Businesspresse, sei es aber auch bei unseren Nutzern. Und wenn wir mal ins Hörverhalten bei uns reinschauen, 21% unserer monatlich aktiven Nutzer und Nutzerinnen hören Podcasts weltweit. Ende 2019 waren es noch 16%. Also innerhalb weniger Monate haben wir ein Wachstum von 30% gesehen, und wir sind uns sicher, dass sich das auch in Zukunft noch weiter steigern wird. Und hier auf dem Screen seht ihr jetzt unsere Spotify Originals und Exclusives. Die können alle von Brands gesponsert werden und liefern euch das perfekte Umfeld, um eben spannende Geschichten zu erzählen. Und ein Beispiel ein sehr aktiver Partner bei uns ist LinkedIn. Sie waren zum Beispiel unser Beta-Test-Partner für Streaming Ad Insertion, kurz SAI. Vielleicht habt ihr das schon gelesen, irgendwo in der Presse.
SAI ist unsere neue Podcast-Ad-Technologie, mit der wir eure Podcast-Ads in Zukunft in Echtzeit in die Shows einbringen können. Historisch gesehen wurden die immer fest reingeschnitten, aber in Zukunft können wir all unsere Vorteile unseres Ad-Servers nutzen. Und genau diese Vorteile unseres Ad-Servers konnten wir hier für LinkedIn nutzen und konnten die Werbeerinnerungen um 80% steigern. Also für uns auf jeden Fall ein starker Beweis, dass Podcast-Ads funktionieren. Und nicht nur für uns, sondern auch für LinkedIn. Denn wir haben direkt eine weitere Podcast-Kampagne gemeinsam umgesetzt. Denn sie waren exklusiver Sponsor der gemeinsamen Susi-Staffel. Ich hoffe, einige von euch kennen Susi schon. Ansonsten habt ihr was verpasst und solltet das auf jeden Fall nachholen. Susi ist ein Fiction-Format. Wir haben bekannte deutsche Stimmen mit integriert und haben auch eine Lokalisierung, nicht nur der Sprache, denn es ist ursprünglich eine Geschichte aus Amerika, sondern auch die ganze Story auf den deutschen Markt angepasst. Aber um einen eigenen Eindruck zu bekommen, hört euch gerne mal diesen kurzen Trailer an. Willkommen bei Orbital Teledynamics. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hi, ich bin Sarah Zeidel. Man hat mir gesagt, ich soll mich hier melden, bevor ich anfange zu arbeiten. Irgendwie, um mich zu registrieren oder so. Heute ist mein erster Tag. Spotify präsentiert Susi. Ein fictional Podcast über eine Welt, in der künstliche Intelligenz nicht so künstlich ist, wie sie scheint. Pass auf, wenn du durch diese Tür gehst, da ist alles wie im wahren Leben. Alles ist möglich. Manchmal geht's gut, manchmal rumpelt es. Sei also einfach nur du selbst. Ich selbst. Ja, lass es einfach passieren. Die User kommen zu dir. Alles, was du tun musst, ist für sie da zu sein, wenn sie dich brauchen. Mehr nicht? Das scheint recht... Mehr nicht? Das ist wirklich alles. Bist du bereit? So, sehr cool. Und macht direkt Lust auf mehr. Also, falls ihr ihn noch nicht gehört habt, gibt's exklusiv bei uns. Hört gerne mal rein. Und gemeinsam mit LinkedIn haben wir die Markenkommunikation eben auf ganz intelligente Art und Weise in die Geschichte von Susi integriert. Dabei war natürlich so die Story von Susi ein sehr guter Match für LinkedIn, aber natürlich auch die kreativen Platzierungen. Denn in jeder Episode konnte quasi LinkedIn seine eigene Geschichte integrieren und konnte sie über die gesamte Staffel erzählen. Und wie das klingt, auch da hören wir jetzt mal kurz rein. Wenn du durch diese Tür gehst, da ist alles wie im wahren Leben. Alles ist möglich. Manchmal geht's gut, manchmal rumpelt es. Sei also einfach nur du selbst. Ich selbst. Ja, lass es einfach passieren. Die User kommen zu dir. Alles, was du tun musst, ist für sie da zu sein, wenn sie dich brauchen. Mehr nicht? Das scheint recht... Mehr nicht? Das ist wirklich alles. Bist du bereit? Ja. Alles klar. Dann zeige ich dir mal deinen Arbeitsplatz. Kurze Unterbrechung. Gute Unterhaltung mit Susi wünscht LinkedIn, die weltweit größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Finde deinen neuen Job oder lass dich von Recruitern finden. Jetzt ganz einfach Profil erstellen, Netzwerk aufbauen und von spannenden Kontakten und kostenlosen E-Learning-Kursen profitieren. Sorry für die Verspätung. Ui, wie siehst du denn aus? Bewerbungsgespräch. Und? Lief gut? Ja, schon. Aber? Ach, ich will den Job doch gar nicht. Und warum machst du das dann? Naja, guck mal, du bist mir beruflich einen guten Schritt voraus. Wir haben beide dasselbe studiert und ich wage zu behaupten, dass ich meinen Job nicht schlechter mache als du. Mit einem Unterschied. Wie? Ich bin auf LinkedIn. Erkläre ich dir gleich. Aber erstmal so als freundschaftlicher Rat, die Krawatte geht gar nicht. Die ist von meiner Mutter. Oh. Und nun zurück zum Podcast. So, und nun zurück zum Webinar. Das war mein letztes Beispiel. Ich hoffe, dass wir euch einige Inspirationen bereits jetzt schon geben konnten. Ich sage vielen Dank auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und konntet euch inspirieren lassen. Viele Möglichkeiten warten auf euch. Es sind wirklich viele Dinge da draußen, die noch nicht umgesetzt wurden. Und daher nutzt gerne die Chance, die euch die Kommunikation über Audio auf Augenhöhe bieten kann.
auch die Spotify Streaming Intelligence euch bieten kann. Und denkt gerne auch Audio First, bleibt im Kontext, überrascht mit hörbaren und sichtbaren Geschichten und vor allem don't kill the vibe. Und bevor wir jetzt zur Q&A-Session kommen, kurz haben wir ja noch Zeit, möchte einen kurzen Hinweis auf Spotify for Creatives geben. Das ist so unsere zentrale Anlaufstelle, wenn ihr weitere Inspiration finden möchtet. Googelt einfach Spotify Creative for Creatives und genau, findet weitere Insights, findet interaktive Demos etc. pp. Und jetzt würde ich sagen, starten wir unsere Q&A-Session. Katja, komm doch gerne dazu. Hallo? Hi, hi. Ja. So, jetzt sind wir beide da mit Video. Perfekt. Super. Genau. Ja, das war, glaube ich, ganz cool. Vor allem, also einige haben mir geschrieben, dass dieser Yoga-Moment wirklich geholfen hat, so eine lange interaktive Session gut zu meistern und alles mitzunehmen. So, genau. In diesem Hilft Sinne, auch während dem Webinar, ja. Ja, das geht absolut. Tief durchatmen. Genau, ich habe schon hier angefangen, die Q&A-Fragen zu beantworten und ein bisschen was reinzutippen. So, wir sind ein bisschen über der Zeit. Ich würde sagen, wir nehmen drei Fragen raus, die mit den meisten Likes. Oder, Tobi, was meinst du? Und versuchen, die zu beantworten. Und bei den anderen, genau, manche wurden schon beantwortet von Sonja oder von mir, einfach eingetippt. Und die anderen werden wir dann per E-Mail einfach per E-Mail schreiben. So, dann, ich sehe hier eine Frage. Okay. Ja, willst du eine rausnehmen? Ja, also ich habe jetzt hier gerade eine gesehen, die mir gerade reingeploppt ist, über die Podcast-Platzierung. Genau, also das ist korrekt. Üblicherweise unsere Platzierungen werden im Podcast als Pre- und Post-Roll integriert. Man hat um die 15 Sekunden Zeit. Da aber Podcast ein großes Fokusthema von uns ist, launchen wir immer wieder neue Formate. Und genau hier lohnt es sich, früh mit uns in Kontakt zu sein. Denn genau wenn wir neue Formate launchen, kann genau so was Cooles und Kreatives eben entstehen, wie wir es bei Susi machen konnten. Deswegen, falls ihr da Interesse habt, kommt super gerne nochmal auf uns zu, auf euren Spotify-Kontakt oder auf Katja und mich. Und wir können euch da gerne auch nochmal einen Einblick geben, welche Releases auch in nächster Zeit anstehen. Genau, absolut. Ich kann auch noch eine Frage rausnehmen. Es gibt einige Fragen, die sind so ähnlich. Genau, wie ist der Free-Premium-Split? Also typisch, wer bekommt welche Werbung zu hören? So, wir kommunizieren natürlich globale Daten. Wir sind ein börsenorientiertes Unternehmen. Wir haben fast 300 Millionen Nutzer weltweit. Und der Premium-Split ist ungefähr Premium-Free-Split, so 50-50. Kann euch gerne die genauen Zahlen, findet ihr auf unserer Webseite. Das verändert sich immer. Wir haben ein ganz gutes Wachstum. Und für Deutschland ist es so, dass wir 19 Millionen Nutzer haben, laut Comscore. Im Prinzip heißt es, dass jeder dritte Internetnutzer in Deutschland auf Spotify ist. Und ja, die Free-Nutzer davon kann man mit den Ads auf Spotify Free erreichen. Das hat Tobi gezeigt. Das sind Audio, Video, Display-Ads. Und die Premium-Nutzer können mit den Podcast-Ads erreicht werden, wie zum Beispiel das Susi-Beispiel, was wir gesehen haben, und auch die Podcast-Sponsorings in den Originals. Genau, da gab es auch die Übersicht. Das heißt, am besten zweigleisig fahren und einfach mit unserem Sales-Team Kontakt aufnehmen und wir beraten euch gerne. Dann, dann gibt es Unterschiede zwischen Premium- und Nicht-Premium-Nutzern. Das geht vielleicht auch in die Richtung. Es gibt keine gravierenden Unterschiede. Es ist einfach mal sind so Priorities, wie man sagt. Also welchen Stellenwert hat Musik in meinem Leben? Brauche ich Musik im Offline-Modus? Wie viel höre ich Musik? Bin ich ein Musiknerd? Oder reicht es mir aus, dass einfach mal im Hintergrund
weiß ich nicht, die Barbecue-Playlist läuft und dann irgendwann mal hören meine Kinder auch Weihnachtsmusik vor Weihnachten. Das heißt, davon hängt es ab, ob ich dann entscheide, mir ein Premium-Abo zuzulegen oder ob ich Free-Nutzer bleibe, beziehungsweise einige Premium-Nutzer fangen natürlich als Free-Nutzer an. Das ist aber nicht unbedingt die Frage des Haushaltsnettoeinkommens. Und dazu haben wir auch Charts. Können wir euch gerne zur Verfügung stellen. So, die Free-Nutzer, die sind nicht schlechter. Und die können sich auch Produkte und Dienstleistungen leisten, die ihr bewerben wollt. So, Tobi, jetzt musst du hier was rausnehmen. Ja, genau. Also ich würde sagen, genau. Also ich glaube, wir machen noch eine kurze, denn wir sind ja schon drüber, aber versprochen, wir können auch gleich nochmal unsere Mails einblenden, beziehungsweise werden wir euch nochmal ein paar Infos zukommen lassen und dann auch nochmal die Möglichkeit oder auf die Möglichkeit eingehen, eure Fragen zu beantworten. Hier stand gerade nochmal was, wird es neue Podcast-Ads geben? Ja, definitiv. Also wir arbeiten immer an der Verbesserung in allen Bereichen. Ja, es ist also ein Teil des Erfolgskonzepts bei Spotify. Und natürlich ist der Podcast-Bereich sehr, sehr wichtig für uns. Und dort ist nicht nur SAI quasi Beta-Test, sondern auch andere Dinge. Aber speziell eben mit dieser Streaming-Ad-Insertion, also Ad-Server-basierte Aussteuerung, werden wir auch weitere Dinge anbieten können, die jetzt noch nicht verfügbar sind. Deswegen seid gerne gespannt und genau, meldet euch bei Newslettern an, sodass ihr auch immer auf dem aktuellen Stand seid. Genau. Und ich glaube, ich würde sagen, ne, ja. Wir sind ja schon drüber. Wie gesagt, hier sind nochmal unsere Mailadressen. Schreibt uns sehr, sehr gerne. Ansonsten werden wir versuchen, auch nochmal mit euch in Kontakt zu kommen. Ihr kriegt eine Aufzeichnung der Session, auch nochmal die Charts. Und wir freuen uns, wenn ihr auf uns zukommt und wir gemeinsam im Audiobereich kreativ werden können. Und ja, meldet euch gerne. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart und einen wunderschönen Tag noch. Ja, danke fürs Mitmachen. Und ja, das war sehr spannend. Wir haben eure Energie und Motivation und Neugier gespürt. Und ich glaube, das war eine gute Nachmittagssession. Bis bald in the, ja, im Real Life, hoffentlich. Genau.